Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel, herzlich willkommen zurück zu Wir haben die Messe-Neuheiten, die Herbst-Neuheiten 2020 durchgespielt. Ich sitze hier immer noch inmitten unserer privaten Spiel 20 sozusagen, weil die Messe ja dieses Jahr ausfallen musste wegen dieses blöden SARS-CoV-2-Virus. Für uns ungewohnt möchte ich bei Nidavellir, das ich hier erklären möchte, Nidavellir, mit einem kleinen Rant anfangen, weil ich verstehe manches nicht. Ich verstehe das Marketing nicht. Ich nehme diese Schachtel in die Hand. Ich meine, wow, sieht toll aus. Ja? Wahrscheinlich Abenteuerspiel, Zwerge, Drachen sind involviert und so weiter. Und dann steht hier als Werbetext drauf, das Spiel verbindet beliebte Spielmechanismen. Also, und das ist irgendwie auch das Einzige, was ich erfahre. Das auf der Homepage von Pegasus erfahre ich, das verbindet beliebte Spielmechanismen. Und mehr ist nicht. Fafnir ist erwacht. Bilde eine schlagkräftige zwergische Truppe, um ihm entgegenzutreten. Und dann spiegelt sich das in dem Spiel aber überhaupt nicht wieder. Außerdem, wenn ihr Fafnir auspackt, dann lest vorher die Wörthbau. Oder irgendwie, also ernsthaft, guckt euch nordische Mythologie ein bisschen an. Jetzt, wahrscheinlich hat da jemand Wagner gehört in der Oper und hat dann gedacht, oh, Fafnir, das klingt ja irgendwie cool, Nidavellir, das klingt irgendwie cool. Aber das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Abgesehen davon, dass wir wissen, wer Fafnir erschlägt. Fafnir wird von Sigurd erschlagen. Ich glaube, Sigurd ist ein Enkel Fafnirs. Neffe Fafnirs. Anyhow, Fafnir war ein Zwerg, ist in einen Drachen verwandelt worden. Ist ein Riesending in der Völlisbau, also quasi der Genesis der nordischen Mythologie. Und hier fanden irgendwie Leute cool, da so einzelne Worte rauszugreifen, weil die toll klingen. Und dann haben die aber überhaupt gar nicht die Geschichte gelesen und haben keine Ahnung davon, worüber die da eigentlich reden, schreiben, was auch immer spielen. Finde ich super schade. Das mag jetzt dem geschuldet sein, dass ich halt Norddeutscher bin und diverse Leute im näheren Bekanntenkreis habe, die Skandinavistik studiert haben und ich das deswegen echt nicht mehr sehen kann, wenn das hergenommen wird für generische Fantasy-Spiele. Ja, sorry, geht mir massiv auf die Nerven. Ich finde das Spiel trotzdem toll, deswegen erzähle ich euch das hier, sonst würde ich ja gar nicht drüber reden. Aber das, boah, das hat mich echt angekickst. Also, Nidavellir geht um Zwerge und thematisch dann jetzt mal nordische Mythologie weg, geht es darum, da ist ein Drache, der bedroht unsere Heimat und was mache ich da als generischer Fantasy-Zwerg? Ich gehe in die Kneipe und schmeiße Lokalrunden. Das ist das, was wir hier thematisch machen. Wir gehen in Kneipen, 1, 2, 3 und schmeißen da Lokalrunden und wenn wir irgendwie mehr Runden ausgegeben haben als unsere Mitspielenden, dann schließen sich uns so Zwergentypen an, um unsere Armee zu bilden. Und ganz ehrlich, da bin ich dabei. Ja, also das ist dann wiederum thematisch cool. Das ist ja Generic Fantasy Dwarves. Genau das machen die. Wenn ein Problem auftritt, dann gehen die erstmal saufen. Das finde ich irgendwie dann witzig. So. Genau. Und dann kommt natürlich dazu hier, ne, Schachtel und so, die erzählt mir, ich mache jetzt hier irgendwie Monsters Abenteuerspiel und so. Das machen wir überhaupt gar nicht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Freund davon bin, seit... Ich glaube, Blood Rage hat damit angefangen, zu sagen, hey, wir können auch ein super simples Familienspiel machen und dem trotzdem eine coole Grafik und ein eigenes Thema geben. Ja, da müssen nicht immer Eisenbahnen übers Spielfeld fahren. Und das finde ich grundsätzlich ja cool. Also, Spoiler, für alle, die irgendwie ein mördergeiles Fantasy-Abenteuerspiel erwarten, steckt hier überhaupt gar nicht drin. Was hier drin steckt, ist ein eher überschaubares Familienspiel, das am Ende rein auf Set-Collection hinausläuft. Wir haben Zwerge, die verschiedenen Berufen angehören. Wir haben Entdecker, wir haben Krieger, wir haben Minenarbeiter. Was fehlt uns noch? Die Speer fehlen uns und die Handwerker, die Lila-Typen, genau. Also wir haben fünf verschiedene Farben, die wir ansammeln letzten Endes.
Und je mehr ich von einer Farbe habe, desto cooler ist das. Ja, die Zwerge sage ich schon, das sind alles Zwerge. Die Krieger zum Beispiel, die haben hier oben immer so einen Mutwert, jetzt in dem Fall 8. Genauso wie die Entdecker, die haben einen Mutwert, das ist halt ein Elfer-Typ. Und am Ende des Spiels addieren wir diese Werte zusammen für die verschiedenen Farbkategorien und das sind dann unsere Siegpunkte. Es gibt dann welche, die anders funktionieren, wie zum Beispiel die Minenarbeiter. Die haben jetzt hier auch so einen Wert 2, das wirkt jetzt sehr wenig im Vergleich zu den 8 und 11 von der anderen Karte. Das liegt daran, dass die multipliziert werden mit der Anzahl an Minenarbeitersymbolen, die wir hier drauf haben. Also der Typ wäre jetzt alleine 2 Punkte wert. Kriege ich ein weiteres Spitzhackensymbol, wäre schon der Typ hier 4 Punkte wert. Also da ist so ein Multiplikator drin. Und dann gibt es die Späher, das sind die Grünen. Da hat jeder Spieler, jede Spielende auf ihrer Übersicht oder auf dem Tableau hier so eine Übersichtsleiste, die steigen exponentiell an, weil da einfach immer das Quadrat der besessenen oder rekrutierten Späher relevant ist. Ne? Habe ich 5 Späher, kriege ich 25 Punkte, habe ich 9 Späher, kriege ich 81 Punkte. Ähnlich verhält es sich mit den Handwerkern. Und dann gleichzeitig haben wir aber auch eine andere Art von Set Collection. Da sammeln wir nicht die einzelnen Farben, sondern immer dann, wenn wir ein Set aus allen 5 verschiedenen Farben haben, dürfen wir hier einen dieser Helden anwerben. Das sind insgesamt 21 im Spiel. Die meisten der Helden, die haben auch irgendwie einen Beruf, ne? Das ist zum Beispiel hier Idun, das ist eine Entdeckerin und die wertet alle anderen Entdecker, die ich in meiner Armee habe, auf. Und so haben die verschiedene Fähigkeiten. Es gibt dann hier so ein Clan, das sind die Dwergbrüder, da gibt es 5 Stück von. Je mehr ich davon gesammelt habe, desto mehr Siegpunkte sind die am Spielende wert. So, wie spielen wir jetzt das Ding? Das Ding spielen wir hauptsächlich mit unseren Münzen. Jeder Spieler, jede Spielerin beginnt das Spiel mit 5 Kupfermünzen. Die haben die Werte 0, 2, 3, 4 und 5. Runde für Runde, wir haben zwei Zeitalter. Zeitalter 1, Zeitalter 2, werden so viele Zwerge pro Kneipe von dem Stapel nachgedeckt, wie SpielerInnen teilnehmen. Also in diesem Fall 3. Habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Diese drei Kneipen haben jeweils 3 Zwerge, die wir für unsere Armeen anheuern können. Und es gibt eine feste Reihenfolge, in der die ausgelöst werden. Und um die anzuheuern, müssen wir geheime Gebote abgeben darauf, wer Erstzugriff hat auf diese Zwergenkämpfer oder ja, wurscht, Zwerge, die in diesen Kneipen rumhängen und wir schmeißen denen ins Lokalrunden und darüber rekrutieren wir die. Es hat jede mitspielende Person hat hier ein Gebot abgegeben. Das wird dann aufgedeckt für Kneipe 1, den tanzenden Goblin oder wie auch immer der Laden heißt. Ja, üblicher Schelme. Sorry, Goblins im Namen. Ja, wird jetzt aufgedeckt. Wer da den höchsten Geldwert geboten hat, hat Erstzugriff auf die Typen hier. Ich habe 4 geboten. Nehme jetzt den Entdecker hier mit 11 Punkten. Der steht ja schon alleine gar nicht schlecht da, ohne irgendwelche Sets, die ich sammle. Gehen wir hier zur Spielerin Beatrix. Die ist das nächste dran, sucht sich meinetwegen hier den Krieger aus. Und als letzter ist Bernd dran. Bernd kriegt noch die übrig gebliebene Karte. Bernd hat jetzt hier was Spezielles gemacht und das ist tatsächlich ein sehr zentraler Mechanismus in dem Spiel. Hat die Münze mit der Null geboten und ihr seht, da ist hier so ein kleines Symbolpaar drauf. Immer wenn ich die Null biete, decke ich meine 2 übrig gebliebenen Münzen auf. Addiere deren Wert zusammen, in dem Fall die 5, entferne die höchste Münze aus dem Spiel und bekomme diese Summe als Goldmünze aus diesem Goldmünzentableau. Das heißt, sie hat jetzt nächste Runde bessere Münzen zur Verfügung als die anderen Mitspielenden. Sollte irgendwo Gleichstand herrschen beim Bieten, dann kommen diese Kristalle hier ins Spiel, die jede mitspielende Person über dem privaten Tableau liegen hat. Wer nämlich bei einem Gleichstand den höchsten Wert hat, also die beiden hier haben jetzt Gleichstand, jeweils die Zweiermünze geboten, haben die 2 und die 3 als Kristalle, da hat dann erst Zugriff, wer den höheren Wert liegen hat. Das heißt, sie würde zuerst wählen, dann
nimmt er eine Karte. Und wenn wir die Kneipe komplett gewertet haben, tauschen an Gleichstand beteiligte SpielerInnen die Kristalle aus, sodass dann der Erstzugriff bei weiteren Gleichständen sich wandelt. Das machen wir dann über alle drei Kneipen, und zwar mehrfach. Hängt natürlich davon ab, wie viele SpielerInnen teilnehmen, wie lange der Kartenstapel hält. Das sind wir hier in Kneipe 2. Verteilen diese drei Zwerge und oder Zwerginnen an die Mitspielenden. Machen eventuell die Gleichstandsnummer, machen eventuell, weil jemand die 0, ich habe gar nicht gesehen, was ich hier geboten habe, ne? Falls jemand die 0 geboten hat, ist eben dann auch wieder diese Nummer. Ich hatte hier die beiden Werte zusammen, habe jetzt hier die 5 und die 3 liegen, ist in Summe 8, also bekomme ich eine 8er-Münze und entferne dafür meine 5er-Münze aus dem Spiel. Und da ist tatsächlich ein Clou dieses Spiels mit integriert. Wir bleiben immer bei 5 Münzen. Wir können aber die Münzen im Laufe der Partie Stück für Stück aufwerten. Das geht dann bis hoch zur 25. Und am Anfang die geringerwertigen Münzen, da sind noch mehrere im Spiel. Hier oben, seht ihr dann, ist immer jeweils nur eine Münze. Und sollte mir das jetzt gelingen, nehme ich mal hier die 18 aus dem Spiel, durch das Aufwerten der Münzen genau auf die 18 zu kommen, die gibt es nicht mehr, nehme ich den höchsten nächsthöheren Wert. 19 ist auch nicht da, 20 ist auch nicht da, also bekomme ich die 21, obwohl ich eigentlich nur auf 18 aufgewertet hätte. Ja, und da ist dann eben auch wiederum diese Gleichstandsnummer sehr relevant, weil eventuell die 18, die ich ja bekommen hätte, bei ihr hier liegt und sie wertet auch auf. Da ich aber den höherwertigen Kristall habe, bin ich zuerst dran, bekomme eine höhere Münze und erst dann geht die 18 zurück in den Vorrat. Also da kann man taktisch mit agieren, mit diesem Münzaufwertungsgedöns. Dann, es gibt manchmal auch Karten, die in den Kneipen liegen. Da ist eine pro Zeitalter drin oder zwei, wenn 5 SpielerInnen teilnehmen, die einfach direkt eine Aufwertung mit einem erhöhten Wert erlauben. Und es gibt eine Heldin, die eine sofortige Aufwertung erlaubt. Genau. Das ist dann grundsätzlich alles. Ist das erste Zeitalter, also das erste Armeenanwerben vorbei, dann gibt es eine kleine Zwischenwertung sozusagen. Da gibt es noch keine Siegpunkte. Aber da wird hier bei diesen Karten geschaut, wer hat jeweils die Mehrheit in den unterschiedlichen Berufen der Zwerge. Wenn man jetzt zum Beispiel hier die Mehrheit der HandwerkerInnen hat, bekommt über sie hier 2 HandwerkerInnen dazu. Und was ist da noch so? Genau, die Mehrheit der Speer tauscht die eigene Nuller, also Aufwertungsmünze, aus gegen die Mithril-Münze. Die tauscht genauso die Werte der Münzen nach oben, ist aber wiederum 3 wert. Ja, das heißt, da kann ich umtauschen, habe aber keine Null mehr im Spiel. Habe somit theoretisch noch früheren Zugriff auf Zwergenkarten, obwohl ich meine Münzen umtausche. Die Entdeckermehrheit schaut sich für Zeitalter 2 die obersten 3 Karten an, kann davon eine direkt in die eigene Auslage packen und packt die anderen unter den Stapel. Die Minenmehrheit erhält einen eigenen Kristall. Wir haben ja diese blauen Kristalle hier mit den Zahlenwerten, die für Gleichstände relevant sind. Wer da nach dem ersten Zeitalter die Mehrheit hat, bekommt einen gelben, das ist die 6, also immer der höchste Wert, und der wird auch nie getauscht. Das heißt, letztlich bei Gleichstand immer Erstzugriff. Und wer die Mehrheit der Krieger hält, bekommt eine automatische Münzaufwertung mit plus 5. So, dann ist das durch und dann spielen wir Zeitalter 2, spielen also den zweiten Kartenstapel durch. Die Karten sind identisch, außer dass die Münzaufwertungskarte stärker ist als im ersten Zeitalter. Aber ansonsten gibt es halt Zwerge mit Farben und Werten. Und wenn dann alle Karten gespielt wurden, dann wird ausgewertet, wer am meisten Siegpunkte hat. Und das hängt dann eben einerseits von den verschiedenen Fraktionen ab, ja, also Krieger und Decker addieren einfach ihre Werte zusammen, die Krieger addieren zudem den Wert der teuersten Münze im Besitz der SpielerInnen. Die Minenarbeiter addieren ihre Zahl auf den Fraktionsbannern mit der Anzahl an
Spitzhackensymbolen, die gesammelt wurden. Und lila und gelb, die Speer und die Handwerker, die haben einfach eine fixe Punktetabelle, je nach Anzahl der Karten, die besessen werden. Und dann kommen aber gerade bei der Wertung, also die sind teilweise auch innerhalb des Spiels relevant, aber vor allem für die Wertung relevant, sind dann halt die Helden. Es gibt ja einen Handwerkerhelden oder Heldin, weiß ich gar nicht, sehr bärtig, wird ein Held sein. Bonfur, wenn ich den nehme, muss ich zwar aus einem anderen Stapel, ist hier angedeutet, die oberste Karte aus dem Spiel entfernen, habe aber drei Symbole für lila und das kann natürlich sehr viel Punkte wert sein. Dann gibt es eine Heldin, die wertet nochmal zusätzlich die teuerste Münze, die ich besitze. Und dann gibt es, wie gesagt, die Dwergbrüder, die sind umso mehr wert, je mehr der Brüder ich in meiner eigenen Armee gesammelt habe. Und wer dann am meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Genau, also seht ihr, ist eher ein relativ einfaches Familienspiel mit einem Auktionsmechanismus, der aber eben diesen tatsächlich sehr cleveren Münzaufwertungsmechanismus beinhaltet. Also über meine Gebote und meinen freiwilligen Verzicht auf Erstzugriff kann ich meine Münzen verbessern, dadurch tendenziell in späteren Runden umso häufiger den Erstzugriff bekommen, was natürlich relevant sein kann für meine Spielstrategie. Mit einem Set-Collection-Spiel, das auf zweierlei Arten punktet. Ich will, und das hat man ja häufig in Set-Collection-Spielen, zum Beispiel auch bei Wildes Weltall, da haben wir hier bing, so einen Link zu. Das funktioniert in der Wertung sehr, sehr ähnlich. Einerseits will ich möglichst viel desgleichen haben, andererseits ist es mir, weil ich dadurch Zugriff auf die maximal 21 Helden pro Partie habe, eigentlich ein Anliegen, möglichst breit alle Farben zu sammeln. Genau, hat uns tatsächlich richtig gut gefallen. Wir waren erstmal so ein bisschen, die Schachtel hat doch eigentlich irgendwie mehr versprochen. Aber als gehobenes Familienspiel ist das Ding richtig genial. Der Münzmechanismus ist sehr, sehr clever tatsächlich. Und was interessant ist, ist, wie sich das mit unterschiedlichen Spielerzahlen spielt. Also wenn ich zu 5 spiele, dann kommen ein paar mehr Karten ins Spiel. Aber grundsätzlich ist die Dauer der beiden Zeitalter total abhängig davon, wie viele SpielerInnen teilnehmen. Und je mehr SpielerInnen teilnehmen, desto weniger kann ich auf diese Helden spielen und muss umso mehr auf die Mehrheiten spielen. Während mit weniger Spielern eben Mordskombos zünden können über das Sammeln der Helden, weil ich dann einfach viel mehr Helden sammle, weil fast dieselbe Anzahl Karten im Spiel ist. Das ist tatsächlich super interessant. Wer grundsätzlich Interesse an solchen Set-Collection-Spielen hat, sollte sich das unbedingt mal angucken. Es ist für die Zielgruppe von uns absolut eine Empfehlung, das Netherverdi. Und genau, also diese Sachen, über die ich meckern wollen würde, habe ich am Anfang gemeckert, weil ich die wirklich unschön finde. Tut dem Spielspaß überhaupt gar keinen Abbruch. Von daher für Set-Collection-Fans, für Auktionsspiel-Fans, die aber kein Auktionsspiel suchen, das irgendwie 5 Stunden geht wie Imperial oder so, ist das eine absolute Empfehlung unsererseits. Und wenn ihr dazu was erzählen wollt oder uns Vorschläge machen wollt, was wir an unserem Kanal ändern können, was wir Videos hier machen können, schreibt uns das hier unter den Impromptu-Tisch in die Kommentare. Lasst uns ein Abo da, drückt diese Notification-Bell, dass ihr informiert werdet, wenn wir ein neues Spiel hochladen. Quatsch, Spiele laden wir nicht hoch, Spiele verkaufen wir. Ein neues Video hochladen und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin viel Spaß mit Spielen. Tschüss!